Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind immer noch beim Samsung am Stand und können uns endlich das neue Chromebook 2 anschauen. Offiziell heißt es XE503C32. Sensationeller Name. Wir nennen es einfach das Chromebook 2. Das ist die 13-Inch-Variante. Jetzt mit einem 1080p, also Full HD-Display daherkommt. Ich gehe mal davon aus, obwohl Samsung nicht dabei schreibt, dass 1 GB RAM drin ist, mindestens, 16 GB interner Speicher, den könnt ihr über eine Micro-SD-Karte, hier an der Seite haben wir den Slot, entsprechend aufrüsten. Auf der linken Seite haben wir einen Anschluss für das Netzteil, USB-Anschluss, HDMI-Out und da ist dieser benannte Micro-SD-Karten-Slot. Auf der anderen Seite haben wir einen Anschluss für euer Headset, wieder ein USB und einen Kensington Keylock. Leider gibt es keine Daten zu der Webcam, aber was ich euch ganz gerne zeigen möchte, ist zum einen die Tastatur, die wirklich klasse verarbeitet ist. Guck mal, ich drücke jetzt hier wirklich richtig ordentlich, da verbiegt sich nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig eingesetzt. Große rechte und linke Shift-Taste, also für Blindschreiber großartig. Dann haben wir ein Multitouch-Trackpad mit integrierten Mausbutton, wie ihr sehen könnt. Und ansonsten, wie schon beim Native Book 9 Style, so heißt das gute Stück, auch diese so Fake-Leder-Optik, die wir schon vom Note 3 kennen, was ich irgendwo bei mir in der Tasche habe, aber jetzt nicht wieder rausbaue. Ihr wisst, wie das aussieht. Das ist also ein erster Eindruck vom neuen Samsung Chromebook 3. Kann euch nichts Genaues über den Preis sagen. Wird wahrscheinlich zuerst wieder in den USA rauskommen. Und da seht ihr schon, dass die heute wohl noch ein bisschen Arbeit damit haben. Beziehungsweise das Gerät dann auch entsprechend am Montag vernünftig läuft. Aber davon gehe ich aus. Da ist es vor allen Dingen. Das ist also ein erster Eindruck vom neuen Samsung Chromebook 2. Ich bin Sascha von Mobile Geeks. Wenn ihr Fragen habt, unten ab in die Kommentare. Ansonsten Thumbs up für die CeBIT-Berichterstattung. Vielen Dank fürs Zusehen.